Ich will es versuchen und euch freilassen, aber ich weiß nicht, wie man eure Zelle öffnet. Ja, Minsk, ich werde tun, was ich kann. Regt euch nicht so auf. Dass ihr seid, zeigt eure Schwäche. Ich werde euch zurücklassen. Ich will euch freilassen. Ich weiß es nicht. Die Gitter haben keinerlei Schloss. Sie sind einfach zusammengeschmiedet. Und eigentlich bin ich stolz, dass sie mich genug fürchten, um mich für alle Zeiten einsperren zu wollen. Für alle Zeiten, das macht die Sache schwierig. Aber ihr werdet weiter so, ganz gewiss. Ihr würdet niemals aufgeben, das weiß ich. Ein Held siegt immer und ein Held gibt niemals so kurz vor dem Ziel auf. Er braucht auch einen Schlüssel oder Schalter. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ich sagte, ich werde weitersuchen und das werde ich auch tun. Ich brauche nur mal ein wenig Zeit dafür. Bla bla bla, jetzt habe ich genug. Ich lasse euch hier. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ihr habt mich mit euren Worten genarrt. Ihr wollt nicht helfen. Wo spürt das jetzt? Ihr hattet nie vor, meine Ketten zu sprengen. Ihr wolltet sie nur ein bisschen dehnen. Minsk, reg dich ab. Oder nein, Minsk, reg dich auf, genau. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht lange genug lebt, um noch weitere Freunde im Stich zu lassen. Ja, das werde ich euch antun, sobald ich diese Gitter überwinden kann. Ah! Die Gitterstäbe. Ha! Sie biegen und brechen unter meiner Berserkerstärke. Minsk und Bo sind frei! Nun werdet ihr... Nun... Ja, Minsk hat einfach in der Wut sein Gitter zerstört. Wir haben das jetzt ungewollt gemacht, aber man kann es auch eigentlich provozieren, also gewollt provozieren, dass Minsk das aufbricht, indem man einfach sagt, ihr Dummkopf bleibt einfach hier und verrottet. Oho! Ihr seid aber ganz schön clever. Ihr habt mich mit Absicht gereizt, damit ich wütend genug werde, um mich zu befreien. Manchmal seid ihr fast so clever wie Bo. Mhm. Nur, dass das nicht unsere Intention war. Nun können wir zusammen weiterreisen. Es gibt Freude zu rechnen und Halunken zu zerschmettern. Stimmt's, Bo? Schließt euch mir an, aber dient mir besser, als ihr Diener hier gedient habt. Zusammen werden wir unsere Feinde büßen lassen für unsere Gefallenen. Naja, ich denke, wir sollten uns trennen. Für unsere Gefallenen. Sie werden sich verantworten und mein Schwert wird sie dazu zwingen. Wir werden Gerechtigkeit walten lassen und unsere Feinde werden nur noch blutige Lachen auf dem Boden sein. Was? Ja, aber nur gut. Bo sagt, dass ich schon wieder wirres Zeug rede. Ich habe keinen Unterschied bemerkt, aber ich werde dennoch auf seinen Rat hören. Der kann halt wirklich mit Bo reden, weil... Das sehen wir gleich. Komm, wir müssen jetzt gehen. Jawohl, Minsk und Bo und ihr wieder vereint. Aufgepasst, ihr Halunken. Ich werde euch die Gerechtigkeit in eure bösen, bösen Kehlen stopfen. Ah, ihr habt immer noch dieses Nagetier. Darf ich fragen, wie ihr es vor unseren Peinigern versteckt habt? Ihr sprecht mit einem Hamster. Was für eine Sorte von Krieger seid ihr eigentlich? Also ja, das kennen wir schon. Fragen wir mal, wo das versteckt. Stellt keine Fragen, die man besser alten Gelehrten überlässt. Bo ist flink und schwer zu fangen und es gibt noch immer so viel zu erforschen für Minsk. Und es wird niemals etwas trennen können. Darüber möchte ich wirklich nicht allzu sehr nachdenken. Also ja, sie meint, Bo hätte sich da versteckt, wo die Sonne niemals scheint. Minsk und Bo sind Minsk und Bo und wir werden niemals getrennt sein. Gehen wir? Da waren eine Menge Finsterlinge auf uns. Auf einen kräftigen Tritt von mir. Schon gut, ich habe meine Meinung geändert. Warum macht ihr nicht einfach ohne mich weiter und ich treffe euch später wieder. Ja, genau. Recht habt ihr, Minsk. Wo immer das Böse seine dreckigen Pfoten auf den Boden setzt, werden wir mit seinem Hintern aufwischen. Ja, Minsk und sein Gerechtigkeitssinn. Ich habe euch nicht folgen können, aber Bo meint, ihr quatscht bloß zu viel. Weiter. Ja, 3000 Erfahrung. Ich mach mal das Fenster unten etwas größer, weil so können wir besser lesen. Ja. So, dann haben wir noch Yahira hier drüben. Was immer ihr wünscht. Rasch, wir müssen schauen, dass wir hier verschwinden, bevor die Leute, die hierfür verantwortlich sind, zurückkommen. Mit euch unterwegs zu sein, ist wirklich niemals langweilig. Ja, Yahira. Ich kann vielleicht behilflich sein, aber erst müsst ihr meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen und mir erklären, wer ihr seid. Ihr könnt mir keine Befehle erteilen. Warum glaubt ihr, dass ihr das Recht dazu habt? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Vielleicht seid ihr ja daran schuld. Ja, meistens ist Yahira eher an jedem Mist schuld, der uns passiert. Wisst ihr, warum wir hier sind? Jeder Hinweis könnte uns helfen. Habt ihr irgendwelche Ideen, warum wir hier sind?
Na, fragen wir mal. Wisst ihr, warum wir hier sind? Ich bin sicher, dass wir den ganzen Tag herumdiskutieren könnten, warum wir hier sind. Wenn es uns aber nicht gelingt, uns in Sicherheit zu bringen, ist eine derartige Diskussion ohnehin völlig fruchtlos. Ich weiß auch nicht, wer uns hier eingesperrt hat, aber ich würde es vorziehen, wenn wir es nicht herausfinden, indem wir darauf warten, dass sie zurückkehren. Wir sind hier im Nachteil. Ich werde noch einmal wiederholen, welche Ereignisse uns in diese Lage gebracht haben. Ich fürchte jedoch, dass ich nichts Neues berichten kann. Seit mein Ehemann Khalid und ich euch begleiten, haben die Jahreszeiten wohl so einige Male gewechselt. Wir haben dabei mehrere verschiedene Orte gesehen, als ich jetzt in der kurzen Zeit aufzählen kann. Eure einzigartige Herkunft hat sich als wahrer Magnet für Abenteuer aller Art entpuppt, in guter wie in böser Hinsicht. Euer Ziehvater hatte recht, als er uns bat, über euch zu wachen. Ihr habt ihr gut über mich gewacht. Wir sind bei euch geblieben und haben euch begleitet. Aber eher als Freunde, denn als Beschützer. Und unsere gemeinsamen Taten haben im Land einiges zum Guten gewandt. Wir haben uns viele Feinde gemacht, aber wir haben sie allesamt bezwungen. Wer auch immer uns hier eingesperrt hat, muss daher extrem mächtig sein, da ihm dies so leicht gefallen ist. Sobald wir Bescheid wissen, werden wir uns ihrer annehmen, wie es ihnen gebührt. Im Moment ist es jedoch wichtiger, unsere Freunde und Gefährten zu retten und diesen Ort zu verlassen. Ich habe keine Zeit für jemanden, der so viel quasselt. Stimmt, es kommt mir jedoch so vor, als würde ich für euren Käfig irgendeine Art von magischen Schlüssel benötigen. Wo ist Khalid jetzt? Er ist nicht bei euch. Sie sollten auf jeden Fall vorsichtiger sein, wenn sie schwach sind. Egal, wo ist Khalid jetzt? Vielleicht finden wir Khalid ja rein zufällig, wie er sich gerade unter einem Bett versteckt. Ja, Khalid ist halt ein Kämpfer von der Klasse her, aber er ist ein richtiger Hasenfuß und stottert. Ja, wo ist Khalid jetzt? Ich weiß nicht, wo er ist und mache mir daher große Sorgen. Er wurde zweifellos gefangen genommen, wie wir, aber es scheint, dass jedem von uns ein anderes Schicksal bestimmt ist. Nach dem Zustand meines Kopfes zu schließen, bin ich wahrscheinlich betäubt worden, aber körperliche Misshandlungen scheinen mir erspart worden zu sein. Bei euch hingegen erscheint es mir so, als ob ihr höchst schlecht behandelt worden wird. Der Gedanke, dass Khalid das gleiche geschieht, behagt mir gar nicht. Es kümmert mich nicht, ja, ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich euch hier zurücklasse, um die Wachen abzuhängen. Es ist doch wirklich fürchterlich anstrengend, all diese Leute vor ihrer eigenen Unfähigkeit zu schützen. Ich werde versuchen zu helfen, aber euer Käfig scheint magisch versperrt zu sein. Ich weiß nicht, wenn ihr stark genug seid, könnt ihr den Käfig vielleicht einfach aufbrechen. Wenn nicht, werdet ihr wohl noch eine Art Schlüssel suchen müssen. Bitte versucht euch zu beeilen, ich möchte hier heraus, bevor der Besitzer dieses Käfigs zurückkommt. Wenn man bedenkt, mit welcher Leichtigkeit wir gefangen genommen wurden, zweifle ich daran, dass wir uns widersetzen könnten. Es wäre besser, den Schuldigen später zu stellen, wenn die Ausgangsposition günstiger für uns ist. Geht also und beeilt euch. Wir müssen uns bald befreien. Fragt, wenn ihr es wollt. Ja. Ja gut, mit Tab können wir Sachen hervorheben, was wichtig ist. Konnten wir halt im ersten Teil nicht. Gut. Okay, okay. Schön. Ja, Hira können wir jetzt erstmal nicht befreien. Dafür brauchen wir erst einen Schlüssel. So wie für den Teleporter. Für dieses Portal benötigt man eine Art Schlüssel. Ohne ihn könnt ihr nicht hindurchgehen. Genau. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Und es gibt auch mehr natürlich Rückmeldungen von den Charakteren. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Also ja, das, was wir gerade hatten, dass Imoin gesagt hat, sie möchte hier weg. Und ja, was sich noch ganz arg geändert hat von Baldur's Gate 1 zu 2, ist das Tagebuch. Wie man nämlich sehen kann, es gibt offene und erledigte Aufgaben, es gibt ein Tagebuch und es gibt auch ein persönliches, persönlichen Tab, wo man Sachen eingeben kann. Jo. Kann ich das auch irgendwie dann löschen? Hallo, ich möchte das einklicken. Ja, das kann ich löschen.
Ja, bin ich sicher. Gut. Mal sehen, ob ich da Sachen einfügen werde in die einzelnen Kapitel. Wenn es sich ergibt, dann werde ich das tun, was eigentlich recht praktisch ist. Das habe ich auch in anderen Spielen wie Pillars of Eternity und Tyranny gemacht. Wichtiger sind aber vor allem die Tabs-Aufgaben und erledigte Aufgaben. Nämlich erledigte Aufgaben. Minz hat sich dank der Stärke, die er im Berserkerrausch gewinnt, aus seinem Käfig befreit. Offensichtlich hat unser Gefängniswärter den Zorn eines Mannes und seines Hamsters, die zum Äußersten getrieben werden, unterschätzt. Und ja, wir sollen Yahira noch befreien. Yahira ist im gleichen Raum wie ich in einem Käfig eingesperrt, der mit einem magischen Schloss gesichert ist. Es wirkt nicht so, als ob man es aufbrechen könnte. Vielleicht befindet sich irgendwo in diesem Kerker ein Schlüssel. Und Tagebuch sagt, also Tagebuch sind nur Hintergrundinformationen, Aufgaben sind halt wirklich Quests. Meine alte Freundin Imoin hat mich aus der Gefangenschaft befreit. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie man mich hierher gebracht hat oder wer mich hier eingekerkerte. Oder wer mich hier eingekerkert hat. Jeder Gedanke scheint glühende Nadeln durch mein Gehirn zu schicken und meine Erinnerung verschwimmt. Was ist passiert? Wo bin ich? Gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Hier ist ein Raum mit einem Golem. Los, geht klar. Der allerdings gerade wohl eher friedlich ist. Euer Wunsch ist mein Begehr. Checken wir mal die Tür hinter ihm. Ja, die führt zu einer Toilette. Oh. Machen wir schnell die Tür wieder zu. Und reden mal mit dem Golem. Ja, du mich auch. Gefangene, ihr dürft nicht entkommen. Der Meister wünscht es nicht. Wow, ein Golem. Mächtige Magie. Mich wundert, dass er nicht feindlich gesonnen ist. Wahrscheinlich rechnet sein Erzeuger nicht damit, dass wir entkommen könnten. Deshalb hat er keine Befehle, uns aufzuhalten. Sie tun nur genau das, was ihnen aufgetragen wurde, aber sie können nicht wirklich denken. Wenn ihm nicht befohlen worden ist, den Mund zu halten, können wir vielleicht Informationen aus ihm herausbekommen. Bist du fertig? Ja. Gefangene, ihr dürft nicht entkommen, der Meister wünscht es nicht. Wer ist dieser Meister, von dem ihr spricht? Es ist mir nicht gestattet, mit den Gefangenen zu reden. Kehrt in eure Zellen zurück, das ist der Wunsch des Meisters. Warum sind wir hier und warum hat man uns hierher gebracht? Ihr seid seine Gefangenen. Er hat euch in sein Zuhause gebracht, weil ihr ihm gehört. Ihr müsst in eure Zellen zurückkehren. Es ist der Wille des Meisters. Ich werde nicht in diesen Käfig zurückgehen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich daran hindern könnt zu gehen? Meine Aufgabe ist es nicht, euch aufzuhalten. Der Wächter wird euch aufhalten. Kehrt in eure Zellen zurück. Es ist der Wunsch des Meisters. Wer oder was ist dieser Wächter? Der Wächter wird euch daran hindern, die Räume des Meisters zu betreten. Ihr müsst in eure Zellen zurückkehren, das ist der Wille des Meisters. Mehr hat er nicht zu sagen. Ja. Das ist halt nervtötend. Der Meister wünscht, dass ich frei bin. Er hat mich persönlich freigelassen. Nur ich lasse die Gefangene des Meisters frei. Ihr gehört ihm und ihr müsst in eure Zellen zurückkehren. Es ist sein Wunsch. Ja. Ihr seid dann nur ein hirnloser Golem. Gut. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Hier sind ein paar Okay. Sachen, die wir uns ansehen können. Erstmal nach Fallen suchen. Denn das kenne ich noch zu Genüge, dass das Bild mit einer Falle versehen ist. Und Fallen entschärfen bringt in diesem Teil auch Erfahrungspunkte. Schlösser knacken übrigens auch. Ja, die goldenen Pantalons. Ein paar Heiltränke. Für Minsk. Und ja, Bo. Quick. Bo ist ein pelziger kleiner Knuddelhamster, auch wenn Minz glaubt, dass Bo ein Miniatur-Riesenhamster sei, seid ihr euch ziemlich sicher, dass es sich um einen stinknormalen Zwerghamster handelt. Ja, warum Minsk, der verdammt wenig Trefferpunkte hat übrigens,
Wahrscheinlich, weil er nur Stufe 7 ist, nicht so wie ich. 8 und 6. Ja.